It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Nach zwei langen Jahren ist es wieder soweit. Im Herzen Monjaus findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Schon früh am Morgen bereiten die Händler alles vor und sind bestens auf die Besucher vorbereitet. Weihnachtsmarkt bedeutet für uns doppelten Umsatz an einem Wochenende, viele, viele Gäste, aber auch viele Gäste, die während des Jahres auch wiederkommen, sich auf den Weihnachtsmarkt freuen, vom Weihnachtsmarkt gehört haben, aber dann auch zum Weihnachtsmarkt kommen. Und da freuen wir uns riesig drüber und gleich geht's los. Rund 35 Weihnachtsbütchen sind in diesem Jahr zu finden. Auch unter den Händlern herrscht eine gute Stimmung. Also hier auf dem Monjau Weihnachtsmarkt absolut keine Konkurrenzkampf. Wir verstehen uns alle gut untereinander. Wir helfen uns da, wo wir helfen können. Wenn einer was zu wenig hat, hilft der eine dem anderen. Und so ist das halt hier. Ne? Also alles ohne, alles einheitlich und alles in einer Weihnachtsstimmung. Zu finden gibt es wieder allerlei. Von lokalen Spezialitäten über süße Leckereien bis hin zu wärmenden Getränken. Ein Standplatz auf dem Monjauer Weihnachtsmarkt, eine besondere Sache. Ja, wir sind stolz darauf, hier auf dem Markt zu stehen. Und das ist ja mit dieser Kulisse, das ist ja unschlagbar. Also da kann ja niemand gegen an. Ne? Kein anderer Weihnachtsmarkt auf der Welt ist so schön wie unserer. 800 Jahre ist das Eifelstädtchen Monjau alt. Den Weihnachtsmarkt gibt es seit rund 50 Jahren. Entstanden ist er aus der Not heraus. Die Umsätze in Monschau, in Hotel und im Einzelhandel waren ab Anfang oder Mitte Oktober bis hin in den April, bis Ostern, waren die gleich null. Und wir haben uns überlegt, wie wir das denn anstellen könnten, dass wir also in dieser mauen Zeit noch irgendetwas zusammenbekommen. Denn die Tuchmacherindustrie ist damals auch hier weggebrochen worden. Viele Arbeitsplätze sind weggegangen und wir haben dann ums nackte Überleben gekämpft. Was Jahr für Jahr viele Besucher anlockt, ist die Atmosphäre und Vielfältigkeit, die der Monjauer Weihnachtsmarkt bietet. Ich denke mal, das Wichtigste sind erstmal die Aussteller in den Buden. Also das ist immer so die größte Herausforderung, dass wir gute Aussteller bekommen. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, ein wirklich abwechslungsreiches und auch qualitativ interessantes Angebot zusammenzustellen. Beim Schlendern durch das Eifelstädtchen kommt definitiv Weihnachtsstimmung auf. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden von morgens bis abends. Christmas, once more.